Am 25. März hat Speedlink ein neues Gaming-Headset auf den Markt gebracht, welches mit dem Namen Tyran daherkommt. Das Tyran-Headset ist dabei ein weiteres Produkt aus dem Speedlink-Portfolio an Gaming-Zubehör, welches sich an preisbewusste Gamer richtet. Was wir hier im Preisbereich von 20 Euro erwarten dürfen, das schauen wir uns gemeinsam im folgenden Review an. Ich würde sagen, los geht's! Headsets können für Gamer nicht nur ein nützliches, sondern unter Umständen auch ein sehr wichtiges Zubehör sein. Einige nutzen Headsets ausschließlich als Audio-Ausgabegerät, um sich aus der reinen Gaming-Welt maximal beschallen zu lassen. Für Online-Gamer dienen sie hauptsächlich zur Kommunikation mit ihren Mitspielern. Diesbezüglich müssen Headsets gleich mehrere Standards gleichzeitig erfüllen. Sie sollten bequem sitzen und auch nach längeren Sessions nicht am Ohr wehtun. Soundqualität muss stimmen, genauso auch wie die Qualität des Mikrofons. Verarbeitung und Optik, auch die sollte stimmen. Ihr merkt schon, hier werden viele Ansprüche an ein Headset gestellt. Das Tyran RGB-Headset verfügt über Lautsprecher mit einem Durchmesser von 5 cm, welche eure Ohren dabei komplett umschließen. Dabei liegen hier 32 Ohm an und wir werden maximal mit 100 Dezibel beschallt. Das Headset selbst inklusive Kabel wiegt 310 Gramm. Ja, wir haben hier offensichtlich ein Kabel, welches jedoch mit einer Gesamtlänge von 1,80 Meter mehr als ausreichend sein sollte. Das Besondere hier ist die maximale Kompatibilität dank Y-Adapterkabel. Mit diesem sind wir dann auch kompromisslos am PC, der PlayStation 4 und 5 sowie der Xbox One und der Series-Konsolen unterwegs. Und selbstverständlich auch auf der Nintendo Switch bzw. der Switch OLED und natürlich auch auf der Switch Lite. Ein Headset für alle Systeme klingt also schon einmal gar nicht so verkehrt und auch wenn wir ein Kabel mit uns herumschleppen müssen, was wir hier in diesem Preisbereich aber auch ehrlich gesagt, naja, es sollte auch niemanden wirklich verwundern. Doch kommen wir auch gleich zur größten Schwachstelle des Tyran Headsets, was aus eben genannten Gründen ebenfalls aber auch nicht verwundern sollte, nämlich den verbauten Materialien. Vom Kabel bis zum Bügel eine reine Kunststoffparty. Das Headset ist leicht und fühlt sich dadurch als auch nicht so hochwertig an. Die reine Verarbeitung hingegen ist wirklich okay. Zumindest knackt und knarzt nichts und scharfe Plastikkanten gibt es keine. Alles in allem wirkt das Tyran wirklich ordentlich verarbeitet, auch wenn es qualitativ hier keine Highlights setzen kann. Aber das ist auch vollkommen okay. Der Tragekomfort ist hingegen wirklich klasse. Eure Ohren werden komplett umschlossen und das leichte Gewicht des Headsets kombiniert mit den weichen Polsterauflagen machen das Tyran zu einem echt angenehmen Begleiter. Meine längste Gaming-Session mit dem Headset waren 4,5 Stunden am Stück und ich hatte auch nicht das Gefühl der Erleichterung, endlich mal das Headset abnehmen zu dürfen. Im Gegenteil, bei Headsets kann es nämlich oft vorkommen, hier und da, gerade nach längeren Sessions, so einen leichten Druckschmerz zu verspüren. Oder man fängt an zu schwitzen oder das Gesamtgewicht des Headsets sorgt schon mal dafür, dass man nach längerer Zeit ein erleichterndes Gefühl hat, das Headset auch endlich mal abnehmen zu dürfen. Dies konnte ich allerdings beim Tyran nicht feststellen. Auch praktisch, am linken Speaker auf der hinteren Seite ist sowohl ein Rad zum Regulieren der Lautstärke, als auch ein Schieberegler zum Muten des Mikrofons befestigt. Somit entfällt ein unnötiges Bedienelement am Kabel selbst. Aber noch viel wichtiger ist natürlich die Sound- und Sprachqualität des Headsets. Und da herrscht gerade im unteren Preisbereich oft eine große Unsicherheit darüber, was man denn hier qualitativ erwarten kann bzw. auch darf. Die größte Sorge liegt hierbei ganz klar in einem blechernden und weniger kraftvollen Sound, welche euch billige Produkte hier und da vereinzelt immer mal wieder liefern. Diesbezüglich kann ich euch aber Entwarnung geben. Die Wiedergabe ist frei von Kratzern und Rauschen, auch bei maximaler Lautstärke. Ich selbst bevorzuge meistens einen tiefen, kraftvollen Bass, welcher mir einen satten und kraftvollen Sound auf die Ohren gibt. Hier würde ich das Tyran als eher solide bezeichnen. Klar geht hier nämlich immer noch mehr, jedoch ist auch in diesem Preisbereich das absolut vollkommen okay.
Was mir jedoch rein subjektiv aufgefallen ist, ist ein ganz leichter Hall-Effekt. Zumindest zu Beginn, als ich in den ersten Minuten das Tyran erstmals getestet habe. Das kann zum einen natürlich an der Qualität, zum anderen aber auch an der Bauart der Speaker liegen. Diese sind mit 5 cm nämlich relativ groß und je nachdem wie groß bzw. klein eure Ohren dann sind, haben diese unter Umständen dann noch relativ viel Platz hinter dem Polster. Es hat mich allerdings auch zu keiner Zeit wirklich gestört und mittlerweile habe ich es auch wirklich nicht mal mehr wahrgenommen. Vielleicht auch einfach nur eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, jedoch wollte ich euch das nicht vorenthalten. Die Sprachqualität des Mikrofons hingegen ist genauso ordentlich wie die Klangqualität der Speaker. Rauschen ist zwar vorhanden, ist jedoch in Grenzen, also eher minimal und die Stimme kommt klar und deutlich rüber und das ist relativ wichtig. So, jetzt mal eine kleine Demonstration für euch. So höre ich mich an, ohne irgendwelche Features, ohne irgendwelche Rauschfilter. Das ist jetzt quasi die Qualität, so wie man mich wahrnehmen würde, mit dem Tyran Speedlink RGB Headset in jeder Party. Und ja, ich bin von dieser Qualität mehr als begeistert, denn das habe ich auch ehrlich gesagt schon schlechter erlebt. So, und jetzt auch nochmal zum Vergleich, falls ihr vorhabt, aus euren Audioaufnahmen nochmal ein bisschen mehr herauszuholen, mit einer Rauschbearbeitung bzw. einem Anti-Rauschfilter und einem Kompressor bzw. einem Equalizer-Effekt, könnt ihr natürlich noch ein bisschen qualitativ an dieser Audiospur tunen. So höre ich mich dann an, wenn ich die Audiospur bearbeite, wie mit dem Membranmikrofon, ich nachträglich immer nochmal hier und da ein bisschen was verfeinere. Und auch da, muss ich sagen, gefällt mir die Qualität richtig, richtig gut. Und dann hat das Tyran auch noch eine RGB-Beleuchtung an der Außenseite der Speaker, welche per USB-Anschluss aktiviert, jedoch nicht individuell eingestellt werden kann. Dies bedeutet aber auch, dass ihr die RGB-Beleuchtung eigentlich nur am PC nutzen könnt, da der USB-Stecker bzw. die Kabelabzweigung vom 3,5 mm Klinkekabel einfach zu kurz ist, um es an der Konsole dann nochmal reinzustecken. Ihr werdet an der Konsole einfach nur das 3,5 mm Klinkenkabel in den Controller stecken und das USB-Kabel ist dann einfach zu kurz, um es dann nochmal in die Konsole zu stecken. Ergo bleibt also die Beleuchtung an der Konsole aus. Außer ihr habt ein Verlängerungskabel oder nutzt eine Powerbank, aber das für die Beleuchtung wird wahrscheinlich keiner machen, oder? Doch kommen wir mal zum Fazit. Speedlink hat es sich wieder zur Aufgabe gemacht, auch für verhältnismäßig wenig Geld, euch viel Qualität bieten zu wollen. Hier und da muss man selbstverständlich Abstriche machen. Dass wir keine Bügel aus Metall oder ein Wireless-Headset oder zumindest ein abnehmbares Kabel bezüglich flexibler Speaker zum Einklappen bekommen oder Spielereien wie Noise-Canceling bzw. in diesem Fall eher spannend eine Art Reverse-Noise-Canceling über das Mikrofon, um sich bzw. die Außenwelt trotz Over-Ear besser wahrnehmen zu können, sollte in diesem Preisbereich wenig verwundern. Für einen Preis von 20 € bzw. 19,99 € beschränkt man sich hier auf die Basics, aber diese Basics macht man auch wirklich ordentlich. Von meiner Seite aus ist das Speedlink Tyran RGB Headset ein absoluter Preis-Leistungstipp. Wir bedanken uns selbstverständlich bei Speedlink für die Bereitstellung eines Exemplars. Ich hoffe, ich konnte heute wieder etwas Licht für euch in das Dunkle bringen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Zockertag. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal sicherlich wieder. Ich bin Gerrit von GameContrast.de. Selbstverständlich würden wir uns auch über einen Daumen in nördlicher Richtung und ein kostenloses Abo freuen, falls noch nicht geschehen. Für heute sind wir am Ende. Ich bedanke mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.